Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Es ist wieder soweit, es ist Sonntag, der 20.12.2020 und damit der 4. Advent und Zeit natürlich für ein neues Video, in dem ich euch nicht nur erzähle, was ich in meinem Garten-Adventskalender hatte, in dem wir nicht nur die Türchen des Mini-Woll-Kalenders öffnen, sondern wo ich euch auch zeige, was ich in den letzten 2 Wochen so geschafft habe. Und damit fange ich gleich mal an. Denn ich habe jetzt beide Kissenplatten, also beide Seiten dieser des Kissenbezugs fertig. Und das ist falsch rum. Das muss so rum. Ja, werdet ihr sagen, ich sehe ja nur eine, aber es sind wirklich zwei, die jetzt fertig sind. Und ich zeige euch die andere auch gerne. Ich weiß nämlich nicht mehr, welche zuerst fertig war und welche ich als zweites gehäkelt habe. Eine davon kanntet ihr schon. So sieht es von innen aus. Ich konnte dann das Muster schon schön auswendig, deshalb ging es dann auch schnell zum Schluss. Aber ich hatte noch keine Lust, das zusammen zu häkeln und das Kissen hineinzutun. Das Kissen habe ich mir noch kurz vorm Lockdown besorgt, weil ich davon ausgehen musste, dass ja ab Mittwoch alles zu ist. War ich noch schnell am Dienstag im dänischen Bettenlager, um mir ein Kissen zu besorgen. Ich hoffe, dass ich das Ganze dann bis Donnerstag fertig habe. Ich plane ja eigentlich am Donnerstag noch mal ein kurzes Video zu machen. Wenn es dann fertig ist, zeige ich euch das fertige Kissen, das dann hier in diesem Bezug drin steckt. Ja, das Projekt war dann fertig und dann wollte ich mal wieder was für mich machen und habe begonnen mit meiner selbstgefärbten Wolle. Und zwar mit dem lilafarbenen Knäuel, weil ich weiß auch nicht, Glitzer gehört vielleicht zur Adventszeit. Mir war so danach, was mit Glitzer zu machen. Und da habe ich das also verwollwickelt in ein, ja, solches Knäuel. Man sieht gar nicht so sehr den Farbverlauf da drin, aber verstrickt sieht es ganz nett aus. So sieht es nämlich jetzt aus. Ich habe begonnen, mir eine Socke zu stricken. Na, wollen wir mal den Faden hier ein bisschen aus dem Weg nehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, die bis heute fertig zu kriegen, aber ich hatte dann gestern Abend keine Lust mehr. Ist wieder eine Anleitung aus dem genialen Sockenbuch, was ich von meinem Nachbarn bekommen habe, sozusagen vererbt bekommen habe. Diesmal hier mit einem doppelten Bündchen, das ist also 12 cm lang. Ja, ich weiß nicht, werde ich nicht so oft machen. Muss, glaube ich, nicht sein, dass man ein doppeltes Bündchen hat, aber es macht die Socke natürlich ein bisschen edler. Das Muster ist ein ganz einfaches Rechts-Links-Muster, immer ein bisschen versetzt, hin und her. Sieht man das eigentlich gut? Ich finde, es kommt so mit der Wolle gar nicht so sehr zum Vorschein, was das für Muster ist. Obwohl dadurch die hellen Flecken irgendwie aufgepeppt werden. Die Ferse ist nur doch eine Bumerang-Ferse. Ich habe mich also genau an die Anleitung gehalten, außer dass ich hier schon mal 1,5 cm, bevor ich mit der Ferse begonnen habe, vielleicht nicht ganz 1,5 cm, schon mit den rechten Maschen für die Ferse begonnen habe, um mir einfach hier für den Spann ein bisschen mehr Spielraum zu geben, weil so eine Bumerang-Ferse ist, glaube ich, für mich ein bisschen zu klein. Aber es stand auch in dem genialen Sockenbuch, dass man das machen kann, wenn man also ein bisschen mehr Platz braucht. Und ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und da bin ich schon gespannt, wie gut der Socken dann passt. Ich habe den soweit schon mal angehabt und fand es eigentlich ganz angenehm. Aber man kann es immer erst sagen, wenn die Spitze auch mit dran ist. Ja, auch das hoffe ich übrigens bis zum, was war es jetzt, Donnerstag fertig zu haben. Falls ich also den einen Socken bis dahin fertig habe, kriegt ihr ihn zu sehen. Vielleicht habe ich ja den zweiten dann auch schon angefangen. Und das war das. Mehr habe ich also wirklich in den 14 Tagen jetzt nicht gemacht. Weiß auch nicht. War halt nicht so produktiv. Kommen wir also jetzt zu den Sachen, die ich aus den Adventskalendern entnommen habe. Das ist immer ein Spaß und ich freue mich immer jeden Morgen drauf, in meinen Gartenkalender zu gucken, was dann wieder für ein Kraut drin ist. Nachdem ich ja letztens so die vielen Feinkräuter hatte, so ein Petersilienersatz und Pimpinelle und Kerbel und weiß ich was, habe ich mich so ein bisschen danach gesehnt, mal ein bisschen was Stärkeres zu bekommen. Und ich bin auch ein bisschen belohnt worden, was ihr gleich sehen werdet. Ich mache mal hier in rückwärtiger Reihenfolge Estragon. Estragon ist jetzt nicht eins von den schärferen Gewürzen, aber es ist eins meiner Lieblingsgewürze. Mache ich eigentlich an fast alles ran. Estragon passt einfach dazu und macht die Sache auch immer schön grün. Und kleiner Tipp, falls ihr mal Estragon trocknet, das riecht wunderbar nach Vanille. Ich habe getrockneten Estragon allerdings noch nie verwendet, sondern immer nur frisch. Aber wenn er trocknet, der, weiß ich was, dieser Geruch gefällt mir einfach gut. Dann haben wir hier Oregano oder Oregano, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Eigentlich wächst der bei mir im Garten, zumindest am Bungalow wild. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auch welchen habe. Naja, jetzt habe ich ja welchen.
So, dann war Apfelminze. Jetzt bin ich mit Minze sehr gut versorgt. Ich glaube, irgendjemand hat gehört, dass ich Minze haben wollte und hat mir ganz viele Minzensachen in diesen Adventskalender getan. Denn getrocknete Minzeblätter sollen wohl Nacktschnecken abhalten, ans Gemüse zu gehen, wenn man das auf dem Gemüsebeet verteilt. Also spätestens übernächstes Jahr habe ich dann keine Nacktschnecken mehr im Gemüse, hoffentlich. Liebstöcke, auch ein Kraut, was man immer im Garten haben kann. Es reicht allerdings eine Pflanze. Ich weiß nicht, was ich mit den vielen Pflanzen, die aus den vielen Samenkörnern kommen, dann machen soll, weil ich sehr vorsichtig damit würze. Ist ja dieses Maggi-Kraut, kennt ihr ja vielleicht. Liebstöcke wächst bei mir auch schon am Bungalow. Habe ich jetzt hier auch noch eine Pflanze, werde ich also keinen Mangel an Liebstöcke leiden. Wilde Rauke hatte ich noch nie. Frage ich mich, ob das so ein bisschen sowas ist wie Rucola. Also von der Blüte her sieht es schon mal so aus. Kreuzblütengewächs. Offensichtlich eine essbare Blume, weil andere Farbe, keine Ahnung. Werde ich ausprobieren. Ja, und Thymian. An dem Tag, als ich mich nämlich gefragt habe, wo sind eigentlich Thymian, Majoran und Konsorten, war Thymian im Adventskalender. Hat sehr gut gepasst. Ich habe zwar Thymian in jedem Garten zu stehen, aber nun habe ich noch ein bisschen mehr Thymian. Und am Montag war der Zitronenkoriander drin. Koriander habe ich, glaube ich, noch nie selber angebaut. Benutze ich allerdings immer für mein Chili con Carne. Nun habe ich Zitronenkoriander. Kannte ich auch noch nicht. Ich habe gemerkt, dass sehr viele Kräuter hier mit Zitronen drin sind. Zitronenbasilikum, Zitronen, Katzenminze, Zitronen, Koriander. Naja, das waren jetzt nur drei oder so. Okay, das war das, aber jetzt kommt ja das Spannende, das, worauf wir alle warten. Was befindet sich in diesem Karton hinter den Türen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? Beginnen wir mal mit der 14. Oh, aua. 14. Das leuchtet schon schön. Es ist ein ganz feines Grün. Warum sieht denn das da so blau aus? Hä? Na gut, aber es ist ein ja, sehr helles Hellgrün, würde ich sagen. Schöne Farbe, gefällt mir gut. Das war 14. Kommen wir mal zur 15. Oh, hier oben habe ich schon eingeknickt aus Versehen. Die 15 ist wieder so eine Art Pink, Lila, Weiß. Ihr merkt schon, diese Farben sind so nicht so mein Stil. Alles, was mit Rosa ist, ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber. Na gut, ich beschwere mich aber nicht. Muss auch dabei sein, ist schließlich auch eine Farbe. Und so rosa ist es auch gar nicht. Okay, das war 14, 15, 16. Ja, selbst durchs Aufheben hier mache ich hier oben schon mal so ein bisschen alles auf. Aber heute kann ja auch, die 19 brauchen wir ja auch noch. Oh, orange-rot, dunkelrot, bräunlich, rostfarben, lachsfarben. Schön. Ja, sehr vielfältig diesmal. Wenn man das mal hier so sieht. Grün, rosa, rot. Okay, 16 fertig. Hier unten ist die 17. Die ging schnell auf. Oh, das ist was Dunkles. Na, der will nicht. Du willst nicht. Ja, ist das jetzt. Schimmert auch ein bisschen lila. Aber es ist. Eher, ja, weiß ich auch nicht. Grau, braun, lila. Komisch. Guckt mal. Vier habe ich schon. Was habe ich jetzt gerade aufgemacht? Die 17, ja, die 18 und die 19 habe ich da noch und die 20. Okay, 18. Oh, nochmal sowas hier. Mit Bordeaux und Rosa und. Ja, sieht auch schick aus. So ein bisschen wie Rotwein. 19. Ah, ist wieder was Grünes. Mal sehen, wie ist denn der Unterschied? Nur ein kleiner Unterschied ist dabei. Ist aber ähnlich. So, einen habe ich noch von heute. Der ist hier unten. Hoch. Andersrum, nicht nach innen. Guck, man könnte schon sehen, wie es da leuchtet. Auch wieder was Rotes.
Oh, das ist eher Rotwein. Wo hatte ich gedacht, war Rotwein? Das hier? Oder das hier? Guck mal, die roten. Schön, 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 schön. Und auch das rosafarbene, auch schön, 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 schön. Alles schön, 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 schön. Und die beiden grünen noch dazu. Das war heute drin. Oh, guck mal. Oh, super. Ja, ich habe auch schon eine halbe Idee, was ich damit machen kann. Aber das muss erst noch reifen, bevor ich das laut herausposaune, was ich damit tue. Wieder sieben schöne Minis. Ah, habe ich jetzt schon eine schöne Vielfalt. Wie viel habe ich jetzt schon? 20. Vier kommen noch. Vier kommen noch. Das machen wir dann am Donnerstag vielleicht oder auch nicht. Aber ich mache auf jeden Fall ein Video davon, wenn ich die auspacke. Ja, damit bin ich am Ende. Das war's wieder für heute. Kommt gut durch den Lockdown, bleibt alle gesund, habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns ja vielleicht noch. Ich muss euch also noch keinen Weihnachten wünschen und auch noch keinen Rutsch, weil ich plane ja am Donnerstag noch ein Video zu machen. So, na dann, man sieht sich, wenn man sich sieht und bis dahin, tschüss.